Jetzt wurde ich in Steam angeschrieben. Ich hab's gefunden. Danke. Danke. Danke, danke. Oh Mann, ey. Yippie, Glick Lockwood ist eröffnet. Nach wie vielen Minuten? 35 Minuten hast du es gefunden? Lass mich. Ey, ich habe anfangs gleich danach gesucht. Eigentlich schon. Ich habe aber auch andere Dinge gemacht. Jetzt nehme ich hier noch kurz den Momo-Schild mit. Dann werde ich ihm kurz helfen. Und dann gehe ich jetzt mal in. Kann ich wieder meine ganzen Hentai-Seiten aufmachen? Ja, ja. Und ich. Ja, gut. Ich will mal kurz aus dem Wasser schwimmen. Dann werde ich mal kurz Steam gucken und so, was jetzt gerade geschrieben wurde. So, Moment, ganz kurz einen Moment. Achso. Gut. Jetzt will ich hier nochmal ein Treasure Trove Cove. Komische Welt. Und mir jetzt kurz die zwei Sheets eingeben. Mal gucken, was sie bringen. Weil, wenn mir schon Sheets gegeben werden, ne? Wahrscheinlich bekommst du bei Red Faders rote Feders. Ja. Ich weiß, das ist sehr logisch. Ich glaube, da werden mir die voll gemacht und beziehungsweise die Anzahl wird, glaube ich, verdoppelt, soweit ich weiß. Ich mag die Musik. So, wie lange war ich hier schon? Ja, ich weiß. Ich höre sie nicht. Gib einfach bei YouTube ein Treasure Trove Cove Musik oder OST oder wie man das mal heißt. Dann hörst du. Aua. Tötet ihn. Bringt ihn um. Oh. Ja, wie gesagt, dann kannst du dir anhören und so. Die ist gar nicht mehr so schlecht. Mach es. Das war ein Befehl. Nein, 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 ich nehme kein Befehl von meinem Opa an. Tja, dann sage ich das mal meinen Sohn. Dein Vater. Da ist deine Oma. Meine Ehefrau. Oh, hallo Oma. Nein, ich wollte nicht mit dir reden. Jetzt hab ich über Omas Sohn erweckt und so, weil ich mit ihr geredet habe. Also, die passt wirklich zu dir. Komm ich denn da unten noch rein? Warte, ja, komm ich. Ich frage mich, warum hier gerade Wasser drin ist. Es gefällt mir gerade irgendwo gar nicht. Ja, gut. Hä? Ja. Warum ist hier allgemein jetzt Wasser drinne? Ja, lache nicht. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie ich das Wasser abließ, gelassen hätte. Aber. Lustig. Ich weiß es nicht. Ja, denn halt nicht, weißt du, denn. Warte mal. Verstehe, wie kann eine Sandburg unter Wasser bleiben, stehen bleiben? Ja, gut, es ist wie in Minecraft Sandstone. Oder allgemein Sand. Ja, gut, Sandstone. Ja, nee, Sand. Sand fliegt in Minecraft runter. Ja, aber im Wasser nicht. Aber warum ist das Wasser jetzt bitte schön da wieder voll gewesen? Denn normalerweise ist das ja so nicht. Das ist eine Logik, die keiner verstehen muss, ja? Ja, jetzt sind die Tore. Das war eine leere Pfandflasche. Nach 25 Cent. Ja, die ist mir gerade runtergeflogen. Auch Spezi oder irgendwas anderes? Das war die Speziflasche. Ich kann kein Deutsch mehr. Speziflasche, wo ich gerade eben leer getrunken hab. Das war die Speziflasche, die ich gerade eben leer getrunken hab. Sorry, irgendwie verstehe ich gerade nicht, du leckst. Sag nochmal. Das war die Flasche, wo ich leer getrunken hab, die Spezi. Achso, ja gut. Sag mal bitte Kirche. Kirche. Okay, wir sind einer, der es aussprechen kann. Warum? Oh. Wie sagen es alle? Ich habe einen besten Kumpel, der sagt statt Kirche, Kirsche. Der kann das nicht aussprechen, der sagt Kirsche. damit ärgere ich ihn gerne. Ja, ist auch wieder schönes, aber jeder Mensch hat irgendwo Sprachfehler. Du hast jetzt eben kurz verhaspelt mit Flasche, aber du hast ja bestimmt auch irgendeinen anderen. Welcher ist es? Sag's mir. Verrat es mir. Keine Ahnung. Natürlich hast du irgendwo einen Sprachfehler, wo du weißt, wer. Ja, stimmt, habe ich einen Sprachfehler. Jedes dritte Wort, was du sprichst, ist ein Sprachfehler, ne? Ja. Das ist wohl eher ein Hirnfehler. Was? Ach, ein Hirnfehler? Hirnfehler. Ist das ein Hirn? Ja. Ja, seit dem neuesten. Ich hab's letztens gekauft.
Ach, bei Warenangebot 1 eBay Euro. ersteigert, ich verstehe schon. Ja. Hat 1 Megabyte Speicherplatz. Ein Mega. Ja, ist gut. Megabyte. Ja, ist klar. Der wedelt mir eindeutig zu viel rum. So. Jetzt ist da oben wissen die Tür geöffnet. Ja, gehen wir mal in die neue Welt, ne? Wie lange hast du jetzt eigentlich Ja. geplant jetzt gehabt, ja, nicht erreichbar zu sein, nur erreichbar für mich? Bis um 6. Ach, bis zum 6. sogar, ist ja cool. Aber mal gucken, ob ich überhaupt so lang kann, weil ich vielleicht. Falls du überhaupt so lang machst. Ja, weil ich wahrscheinlich. Also bis um 500%. Weil. 6 nur Weil, vielleicht. wenn ich um 6. Bis um 6 machen würde, könnte ich ja vielleicht das Spiel sogar durchschaffen, vielleicht. Aber wenn ich jetzt, ja, ich weiß noch nicht und so, wie lange ich kann, weil ich nachher grille. Oh, ich will mitgrillen. Gibt's nicht. Ich will mitgrillen. Gibt's nicht. Lass mich Gibt's mitgrillen. immer noch nicht. Komm schon, lass mich Ja mitgrillen. gut, dann grillst du mit. Ja. Wann grillt ihr denn? Ich weiß es nicht. Es wurde nur gebeten, dass ich bitte mal grille. Also, ich bin in 7 Stunden da oder keine Ahnung, wie lange es dauert, bis ich bei dir bin. Letztens in Google Maps hieß ja 705 Kilometer von dir entfernt. Ja, komm mich ruhig nicht besuchen. Dauert mir viel zu lang. Ich tue dich nie im Leben besuchen. Na danke, weißt du? Wie gesagt, komm Ja. nach Berlin. Nein. Komm nach Ich gehe Berlin. morgen auf den Berg, also nein. Was für ein Berg? Ja, nee, ey, bei uns gibt's da. Ist halt schon so eine Berglandschaft. Gibt's halt 2 Berge und wir gehen halt auf einen mit der Klasse als Kennenlerntag. Ja. Deswegen gehen wir auf den Berg. Ja. Was ist mit der Sch Pflanze Ich glaube, die los? will mich essen. Aber da. Ja, die, was? Nein. Ich mag die Musik, die ist so happy. Gib mal ein, Click Clock Wood, Frühling, also, Spring. Mein Arm tut weh. Ich glaube, der ist eingeschlafen. Mein Ah. Arm tut weh, ich glaube, ich muss heulen. Ah. Okay, den darfst du jetzt vorlesen. Lies den mal Markus. vor, ja? Ja? Jemand muss den Felsblock entfernen. Was genau? Die kommt nicht in seinen Bauch hinein. So Ärger, aber auch. Nennen wir mal Knauti. 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 Ja gut, den helfen wir Knauti. im Sommer, wenn ja alles vertrocknet ist. Ja, die Welt kenne ich auch noch ein wenig. Nur ein wenig. Nur ein bisschen. So. Aber nur ein Boah. wenig, nichts viel. Ja, so viel ist es wirklich nicht. Also so für ungefähr. Keine Ahnung. Also ungefähr, keine 15 Ahnung, ich bin Prozent? da. Vielleicht 20. Hier weiß ich jetzt zum Beispiel nicht, was ich machen muss. Aber ich nehme an, Eier reinschießen, oder? Ja. Wie in allen, immer Eier reinschießen. Eier. Nur gut, dass ich nur 5 Eier hatte und die gereicht haben, ne? Ein Hättest du einen Finger, Penis. hätte ich dich ausgelacht. Ui, Blätter. Ah, das ist die Natur. Achso, ich dachte, das war jetzt die ganze Zeit nur zu cutscenen. Ja gut, dann kann ich mich bewegen. Trottel. Aber du, ja? Du denkst ja. Ja, ich bin ein größerer Trottel als du, aber trotzdem bist du ein Trottel. In der Tat. Ja gut, da unten. Das ist gerade ernsthaft selbst zugegeben, dass du ein Trottel bist. Hey, warum nicht? Jetzt habe ich einen Vogel wegen dir getötet, ja? Was sollen jetzt Tierschützer, die das Video schauen, von mir denken? Du bist ein Tiermörder, Tierquäler. Ey, Tiermörder und Tierquäler ist noch ein Unterschied, also bitte, wenn ich bitten darf. Warum bin ich so dumm und schon mich an meinen Stuhl festbinden? Was?
Ich habe gerade da die Bänder von meiner Jogginghose an meinen Stuhl festgebunden. Bist bescheuert, weißt du das? Ich weiß. Ich weiß, ich krieg's nicht mehr auf. Junge, du bist echt bescheuert. Was, wer hat dir bitte schon ins Gehirn geschissen? Ich jetzt selbst. Ja, glaube ich, wirklich. Du hast dir deine Gehirnplatte abgeschraubt wie in Scary Movie 2. Hast du selbst ins Gehirn geschissen und irgendwo drauf aber. Okay, ich glaube, ich habe mir selbst ins Gehirn geschissen, weil ich immer jedes Mal rein darf, aber egal. Worauf ich hinaus wollte, war. Du bist scheiße. Ah, ich hab's aufbekommen. Du bist trotzdem bescheuert. Warum hast du so. Ja, ich weiß. Aber trotzdem, du willst nicht wissen, was ich in den Ferien gemacht habe. Erzähl mal. Nein. Doch. Ey, komm, du. Okay, du kannst einen doch musst zuerst was erzählen. Bitte? Du musst zuerst was erzählen, denn sind wir quitt. Ja, in den Sommerferien war ich einen Tag in Berlin. Etwas Behindertes. Ich war in Berlin. Was soll daran behindert sein? Ja, ich bin mit dem Zug gefahren. Bin 6 Uhr noch was losgefahren. 8 Uhr noch was kam, sollte der Zug von Gleis 8, von Gleis 7 kommen, Entschuldigung. Und da kam auch ein Zug. Nur, ich bin auch eingestiegen, weil der Zug pünktlich kam, war ich in der Annahme, das war jetzt der Zug, mit dem ich fahre, hab nicht wirklich drauf geachtet. Sitze im Zug und mitten auf der Fahrt quatscht mich die Schaffnerin an, so wegen Fahrkarte überprüfen, blablabla, und hat mir gesagt, so, ja, wir fahren nicht nach Berlin. Und hat mich dann in Braunschweig, also im Westen irgendwo rausgeschmissen. Und ja, den durfte ich vom Braunschweig mein Ticket wieder nach Sachsen-Anhalt holen, damit ich dann wieder nach Magdeburg konnte und der von Magdeburg nach Berlin konnte. Also sprich, ich bin 4 Stunden umsonst Zug gefahren. Das nennt sich bescheuert, oder? Nein, das nennt sich einfach nur dumm. Ey, du bist selbst nicht. Aua! Jetzt habe ich die Fliege verbrannt. Bitte. Die Biene. Du Tierquäler. Tiermörder. Das wäre jetzt dasselbe. Ob die irgendwann. Irgendwann der Mutter ausgeht von der. Frag sie. Hey Biene, antworte mir. Nö. Das ist auf jeden Fall ein Bienenstock, da wollen wir glaube ich mal hin, oder? Oder was sagst du? Seit wann sind Bienenstöcke so groß? Schon immer. Okay, ein Bienenstock ist so riesig wie ein Haus, verstehe. Ich meine, hast du mal gesehen, die Biene ist ja zum Haus, zum Bienenstock. Hallo dicke Biene. Wir Zubas bewachen Grundhildas Goldschatz. Man hat uns erzählt, dass da draußen irgendwo ein gefräßiger Honigbär herumläuft. In der Tat. Das bist du. Du bist ein Verräter. Ja, bist du gerade als Biene verkleidet? Nee, ich bin als Biene verwandelt. Ein großer Unterschied. Na gut, jetzt darf ich ja als Biene erstmal hochkraxeln. Oder hochfliegen. Und ich höre schon etwas pfeifen. Und das Pfeifen bedeutet ein Jinjo. Hallo, mein Kleiner. Hallo. Hallo. Gut, jetzt habe ich schon mal einen eingesammelt. Und ja, im Grunde genommen kann ich jetzt auch wieder raus. Mehr oder weniger, da jetzt hier im Moment nichts ist. Ja, du bist schon so gelangweilt. Du kannst ja gerne auch mal was erzählen. Ich muss jetzt erstmal wieder meine Hose gescheitelt. Ja, nee, du wolltest ja doch deine bescheuerte Sache erzählen. Ich hab die Badewanne, oder was sagt, ich wollte mich mal wieder rasieren, weil mir der Bart ein bisschen zu viel wurde, oder besser gesagt jetzt zu, ja. Und dann habe ich halt den Rasierschaum, ich war halt noch ein bisschen besoffen, von gestern Abend, hab halt den Rasierschaum genommen, hab die Badewanne damit vollgemacht und bin reingesprungen. Ja. So etwas nennt sich einfach nur dumm. In der Tat. Und dann konnte ich mich nicht mehr rasieren, weil der Rasierschaum leer war. Ich meine, wenn du in eine Badewanne voll Rasierschaum reinspielst, dann ist doch da auch noch Rasierschaum drinne. Ja genau, ich tue mein Gesicht in die Badewanne stecken, damit ich mich rasieren kann, oder was? Ja. Nee. Na doch. Nee. Na doch. Nee, der Rasierschaum war schon weg. Hab ich schon weggespült. Du bist ein komischer Junge. Ich weiß, ich war.